Moin zusammen. Jetzt geht es mit zwei Beweisen und Sprint nach Point Hope. Wir versuchen den ganzen Tag die Spiritbox Antwort zu kriegen und wir haben jedes Mal gefühlt Geister gehabt, die sich die Spiritbox versteckt haben. Mal gucken, was wir jetzt für einen kriegen. Also vorbereiten rein da. Okay, dann rein da. Okay, Dusche ist nicht verfügbar. Versteck hinter der Eingangstür ist verfügbar und das Versteck in dem anderen Schrank. Knochen. Gustigu, where are you? So, Kiki, dein Leuchtturm ist auch verfügbar. Mama, in der Küche ist der Knochen. Ich hoffe, du siehst den. Kiki, komm mal direkt hoch eine Etage dann, wenn du reinkommst. Ja, Nien, du kannst dir nicht auf den Knochen zeigen. Ich muss doch vorher. Aber du musst die vorher. Am Eingang, nimm die doch einfach vom Eingang mit. Mama, du musst dir mal Items bereitlegen, bevor du reingehst. Also bevor wir reingehen. Hast du eine Fotokamera bei? Hier, hier ist er. Hier ist der Knochen. Hol dir eine Fotokamera und fotografieren. Wir haben eine Etage drüber noch ein Versteck. Ich mache im Esszimmer Kerzen an. Wenn nachher die Kerzen aus sein sollten, ist der Geist da. Küche hat ein Versteck, Esszimmer hat ein Versteck. So, wir gucken jetzt mal. Ja, ja, dein Turm, habe ich ja vorhin gesagt, dass der da ist. Gustigu, where are you? Übrigens, das war, als ich die Map das erste Mal gespielt habe, mein erster Geisterraum. Fand ich voll cool mit der Musik und so. Ja, Küche, Mama. Ich hoffe, du findest den Knochen. Gustigu, where are you? Du wirst es sein. Hallo. Ja, okay. Mama, das nächste Mal, bevor wir reingehen, suchst du dir drei Items raus mit dem Feuerzeug und gehst mit den Items dann rein. Du. Nix hier oben. Ja. War oben nix? Ich will nie mit Items reinlaufen. Nee, oben war nix. Gustigu, where are you? Give us a sign. Hello? Und ist versorgt. Okay, perfekt. Mal kurz auf die Hände. Wo ist der Geist? Nirgendwo bis jetzt. Noch keine Spur davon. Vielleicht ist er im Eingangsbereich. Die Kerzen sind noch an. Gustigu, are you here? Ja, völlig normal. Ist ein Rettungsreif, weil Geist wollte ins Meer springen. Dusche ist ja nicht mehr verfügbar, Mensch. Nee, die ist nicht verfügbar, leider. Ja, das ist ja gut jetzt hier, ne? Wer sitzt denn hier in der Badewanne? Wer sitzt in der Badewanne? Der Geist ist am Baden. Ist der Geist im Badezimmer, oder? Nee, er ist nur am Baden. Oh, ich bin wieder umsonst laufen gelaufen. Hier liegt noch ein anderes Bett. Bist du sicher, dass er da oben ist? Weil nicht, dass wir jetzt alle umsonst da hochrennen. Ist er nicht. Wir haben auch im roten Masterbildschirm hier diese Versteckdings. Ja, check mal kurz unten die Temperaturen. Ich gehe noch mal hoch. Da hat er geschissen. Wo hat er geschissen? Ja, der Geist, ganz oben. Ich bin unterwegs. Mama ist eine Etage über dem Beratungsraum dieser Dingsbumsraum. Bin gleich da. Oder er ist hier unten. Entweder hier oder eine drüben. Ja. Okay, dann müssen wir gleich mit dem Thermo schauen. Hier, hier. Ist auch auf der Treppe. Hier, guck mal. Hier ist ja, auf der Treppe. Hast du eine Kamera bei? Ja. Ja, warte mal. Viel Spaß mit dem Hier, ich lasse euch den Smudge. Warum kann der denn immer oben sein, ey? Ich weiß es auch nicht. Mama, ich hoffe, du schaffst die Fotos zur kurzen Zeit alleine, weil ich schon mal kurz Items reinbringen bereit hätte. Kinderzimmer hat leider keinen Versteck, aber der Geisterraum selber hat ein Versteck. Ich rette schon mal die Freunde. So, das wird jetzt dauern. Jetzt müssen wir sehr viele Items erstmal hochbringen. Bis gleich. Wir brauchen, ja, Kamera und Dots fehlt noch, ne? Und Spiritbox. Ich bringe noch Spiritbox, Kamera und Dots. Nee, Spirit, nein. Spiritbox ist schon. Ja, okay, dann bringe ich Videokamera und Dotsies hoch. Ja, okay. Dann nehme ich einfach gleich die aus der Küche da, glaube ich. Feuerzeug habt ihr, um die Laterne anzuzünden, ne?
Na, ich lass die mal machen. Bis gleich. Okay, wir haben wohl UV, wie es scheint. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir brauchen Dots. Wo sind die anderen Dots? Deshalb mag ich das nicht, wenn die das alles so dahin werfen. Weil hier vorne weiß ich zumindest, wo was ist. Ich finde leider den T3-Dots nicht. Ich bringe dafür dann ein Parabol mit und nur den T2er. Ja, ich bringe dann die Kamera, den T2er und noch ein Parabol hoch. Gut, die Mama macht zwei Fotos am Gut. Ich lasse die Sachen in der Küche liegen. Ich gehe nach der Sanity gucken, weil ich gerade in der Nähe vom Ausgang bin. Einer kann die Sachen hier an der Küche abholen. EMF 5, okay. Jin, Meiling, Dr. Dorio. Wir brauchen einen EMF am Breaker nachher. Dorio ist übrigens raus. Kann einer von euch Sanity nehmen? Weil Mama ist noch nicht 35%. Ja, ich nehme gleich welche. Also Jin, Meiling, Obacke. Schaut, dass ihr das Parabol mitnehmt. Habt ihr ein zweites Kruzifix da? Hier ist nur noch eins. Ja, ich sehe hier unten leider kein zweites. Ich bringe dafür Smudgies mit. Ich komme dann mit den Smudgies hoch und versuche da ein bisschen zu schützen. Hey, durch die Sanity konnte ich jetzt ein bisschen hochblitzen. Mama, hier, komm her. Mach hier die beiden. Ihr könnt in den Schrank hier hüpfen, falls der versucht zu handeln, okay? Hier ist noch ein extra Smudge. Viermal in den Versteck. In das Versteck. Das andere Kruzi habe ich leider nicht gefunden. Ich tue mal ein bisschen Salz noch für den Weg runter verteilen. Achso, das zweite Kruzi sind zwei Räume drunter. Zwei Räume drunter, das ist aber weit. Oh. In dem Elternschlafzimmer. Oh shit, der huntet. Da versteck ich da. Ich hab sie gesmudged. Und nicht hier rein. Wir brauchen keinen Spirit-Test, ne? Nee. Oh Gott. Der Jin und der Obacke werden sehr schwer. Ist aber nicht Meiling-artig. Aber Safe-Point auch. Meiling ist sehr schwer rauszufinden. Küken, achte ja. Ich versuche immer nach dem Hans die Fingerabdrücke zu checken, okay? Wegen den Obacke-Fingers. Ja, weil es auch. Ist schwer, sie anzugucken beim Hand, weil man hier nichts sieht. Hier hast du einen extra kurz jeder. Okay, Mama, kannst du. Dir fehlt noch ein Foto, Mama. Kurz ist drin, das heißt, sie ist jetzt meine. Ich bring noch was Salz hoch. Gin-Test müssen wir dann vielleicht da unten bei dem Schlafzimmer nachher versuchen. Deshalb verteile ich da mal Salz hin. Einen kann man da unten vielleicht hin tun, damit wir den sehen können, wenn er kommt. Wo unten? Okay, Mama hat die Fotos gemacht. Schlafzimmer. Okay, perfekt, super. Das Schlafzimmer oder sind das unter? Wir können es bei beiden eigentlich hin tun. Mama, geh ins Masterbedroom, das ist sicherer als hier. Geh nach unten bis zum roten Zimmer. Ich hab dir das Licht in dem Zimmer angemacht. Geh dahin, wo das Licht an ist. Ich bleib hier, um Fingerabdrücke zu checken. Okay, du kannst ja da in das Versteck reintauchen. Hast du noch einen extra Smudge, den ich nehmen kann? Weil dann mache ich gleich unten mal einen Gin-Test. Ich nehme den hier. Ich klau den einfach. Nee, behalt den einen für dich, für den Notfall. So. Ich werde hier gleich den Gin-Test versuchen.
nicht. Und ja, ich hab keine Ahnung, wo du. Du kannst dich auch unten in der Küche oder im Dingens verstecken, im Esszimmer. So, okay. Wir machen hier nachher den Gin-Test, weil wir müssten hier mehr als 3 Meter entfernt sein vom Geist. Meiling-Test? Eventuell auch möglich. Also was ich jetzt versuche ist, Küken, lass dann oben von dem Versteck eine Tür auf, weil ich muss dann nachher gucken, in welche Richtung ich fliehen muss, wenn ich hier den Gin-Test gemacht habe. Weil der Breaker ist eben noch. Wollen wir eine Tür auflassen? Oben von dem Schrank im Geisterraum, da sind ja 2 Türen. Lass eine komplett aus, du brauchst ja nur eine. Ah, okay, okay, mach ich. Weil... Okay, das war's, Putzi. Ja, ja, ich lasse eine auf für dich. Ja, es kommt eben drauf an, je nachdem, entweder muss ich runterrennen oder hochrennen. Kommt drauf an, wo der Geist nachher hinläuft, wenn ich ihn smudge. Das ist eben immer das Schwierige, ja. Ne? Also ich habe jetzt hier einen Smudge, hier ist das Salz. Okay, ich tue den Smudge nehmen, bei dem danach das Salz kommt. Zu gucken. Küken, heb mal das kurz hier auf und tu es in dein Inventar, damit wir die Aufladung für später noch aufheben können, wenn wir zum Beispiel gehen wollen oder so. Okay, mach ich. So kannst du es aufbewahren noch. Einer von den anderen könnte sich eigentlich unten in der Küche mit einem EMF beim Breaker hinstellen. Wegen der Gin-Fähigkeit, weil Küken ist ja die ganze Zeit im Raum. Das ist fest, kann man das lassen, so. Komm, ich stelle den Turm fest. Hallo. Ist kein Problem, du kannst da raus, wenn du einfach hoch... drückst da. Ich habe euch ein EMF unten vors Schlafzimmer gelegt. Ihr könnt euch ja mal mit dem EMF da an den Balken stellen. Nein, wir müssen jetzt gleich die Tests machen. Wenn ich jetzt runtergehe, dann kann ich keinen Gin-Test machen. Ey. Ah, scheiße, dann sterbe ich. Mama, es ist unwahrscheinlich, dass er ganz da unten kommt. Von daher alles. Ja, also das ist jetzt das geringste Problem, was wir haben, ganz ehrlich. Wir warten ja eh gerade auf den Hand. Psst! Los, Digu, komm hier. Jim! Das ist ein Gin, die hat den Gin Burst benutzt. Ist vorbei, Lichtschalter, ja, gut, gehen wieder. Ghost Event Parabol, Leute. Ich versuch mal. Ich bring dir ein Parabol hoch. Parabol ist doch schon im Raum. Parabol ist doch im Raum. Kiki, du musst hochhalten einfach, wenn du rausgehen willst. Hoch. Kiki, hol aus dem Elternschlafzimmer das EMF und stell dich damit mal an den Breaker, dann können wir den Gin auch gegentesten. Apropos, ach so, Ghost Event hat er gerade gemacht. Ich hab's ganz vergessen. Ich hab gerade ein Ghost Event gemacht. Uns fehlt nur noch der Wurst. Okay, ich komme mit dem zweiten Parabol da hoch, damit wir die Chancen erhöhen. Da, oh, das EMF liegt ja immer noch hier oben. Ich dachte schon, das hat jemand mitgenommen. Kiki ist jetzt im Truck. Ja, mal gucken, ich hab's fertig, Jack, bis auf null. Ja, ja, nach 8 Jahren. Also, ja. Küken, du hast auch ein Parabol, ne? Küken, du kannst in Richtung nach unten nachher laufen, wenn sie hatte. Da ist noch überall Salz an der Treppe. Die ist mir gerade eben auch nicht bis nach unten nachgekommen. Und in der Küche ist auf jeden Fall ein Versteck und in dem Esszimmer. Du kannst dich auch ins Versteck hocken mit dem Parabol und von da aus hinhalten. Und das einfach immer schnell zum Ausmachen, weil du hast ja 2 Sekunden Grace Period. Okay, dann haben wir den Gin bestätigt. Perfekt. Ihr könnt alle schon mal Gin eintragen. Wir versuchen noch das Parabol zu kriegen. Ich hoffe, der wuspert mal gleich. Okay, dann haben wir das schon mal.
komm schon, gib uns doch ein Whisper jetzt. Irgendwie hat der Gast keinen Bock auf Whisper, ne? Und wieder Starbreaker. Okay, das heißt, das Küken kriegt gerade die ganze Zeit die Fähigkeit vom Geist ab, aber ich glaube, seine Sanity ist eh schon auf Null. Küken, du kannst das Parabol auch mal so ein bisschen so halb in Richtung nach oben halten von deiner Position aus, weil vielleicht, ich glaube, die gehen da manchmal auch hoch, weißt du, eine Etage höher, wenn die da sind. Okay, raus hier. Hier ist auch überall Salz, der kommt eh nicht hier runter. Oh mein Gott. Und schon wieder keine Spiritbox, so gemein, ey. Der kommt eh nicht hier runter, ey. Guck mal, wir haben hier in der Küche ein Versteck, hier ist noch was zum Slowen, also ist alles gut. Küken, die Freunde müssen wir noch mitnehmen. Sind die hier? Na, die sind schon weg, okay. No, egal. Bing bong. Endlich mal ein Perfect Game. Ja, endlich. Und das war jetzt mal ein Geist, der nicht bewusst die Spirit Box versteckt. Weil der hatte so oder so keine Spiritbox gehabt. Ja, ich hab's auch mit der Spiritbox. Ja, echt, das ist so gemein mit der Spiritbox. Okay, Jin, Abfahrt! Hm, Soundsensoren decken das aber gut ab, wenn man sie genau in die Mitte stellen könnte. Könnte man wirklich den Raum perfekt abdecken. Und es war... Jin. Boah, ey, diese Bonus für perfekte Ermittlung habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, echt, ey, das ist wirklich so schwer in letzter Zeit zu kriegen, wegen diesen Geisterfotos immer. Okay, ja. Wie oft hat er die Fähigkeit benutzt? 10 Mal, 250% Sanity. Küken, guck mal, wie viel Sanity du verloren hast. Bei mir steht 150%, bei dir müssten das ja dann auch nochmal irgendwie ja, über 100 sein, ne? Ja, ich habe schon geskippt. Ach, schade. Bei dir wäre bestimmt 250% gewesen oder so, weil er alle 10 Mal dich auch getroffen lustig hat. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.